Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Synchromaschine ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir gelernt, wie so eine Synchromaschine jetzt prinzipiell ausschaut. Wir haben gesagt, okay, ja, wir haben einen Stator und der schaut eigentlich genauso aus wie bei der Asynchromaschine mit einem Drehfeld und so weiter. Wir haben einen Rotor und das ist eigentlich ein Magnet, der da drinnen rotiert und der rotiert mit der synchronen Drehzahl und der bleibt ein bisschen vorne und ein bisschen hinten. Und heute wollen wir uns ansehen, was für Möglichkeiten gibt es, diesen Läufer da drinnen als Magnet auszuführen. Ja? Polrad heißt das Ding auch. Polrad oder Läufer. Nun, übliche Ausführung ist als Elektromagnet. Ja? Als Elektromagnet, das heißt, ich habe da auf dem Läufer irgendwo eine Windung drauf und das erzeugt halt einen Nord- und einen Südpol. Gibt es ebenfalls verschiedene Ausführungen. Für die Läufer, die hohe Drehzahlen haben, ja, also die einen Nord- und einen Südpol haben, ne, die werden üblicherweise als sogenannter Walzenläufer, Turboläufer oder auch Vollpolläufer ausgeführt. Okay? Wie schaut sowas aus? Nun, der Vollpolläufer, das ist wieder der Starter, den ich hier eingezeichnet habe, der Vollpolläufer ist praktisch so ein Ding, eine Welle, die da genau drinnen steckt, ja, in einem gewissen Abstand natürlich, keine Passung, sondern der Spalt kann übrigens bei Synchromaschinen so eine relativ große Spaltmasse möglich, ja. Das hilft ein bisschen bei den Drehzahlen, weil sie auseinander drückt, ja. Und jetzt will ich da einen Nord- und einen Südpol erreichen. Nun, da mache ich da einer, werden da so Nute geschlitzt praktisch. Und da liegen nachher die Wicklungen drin. Ja? Die Stäbe sind das ja, das sind ja keine Wicklung, das sind so richtige Stäbe, ja? Wo der Erregerstrom durchrinnt. Okay. Also Stäbchen. Und durch diese Stäbchen rinnt eben der Erregerstrom durch. Anmache ich noch da unten hin. Ja. Und wenn durch diese Stäbe der Erregerstrom durchrinnt, so, dann ist das praktisch eine Spule. Ja. Und es entsteht ein Nord- und ein Südpol. Ja. Und da außen haben wir halt auch so Stabel drin und da sind halt diese, da sind die Windungen U, V und W und so weiter, das sind so stabförmig darum angeordnet. Ja. In dem Fall haben wir natürlich drei Windungen, zwei, und das rotiert dann mit 3000 Umdrehungen. Weil es so schnell rotiert, kann das da, also das Ding heißt Vollpolläufer. Ja. Da drin ist das Kupfer und da rinnt eben der Erregerstrom durch, ja. Und dadurch entsteht dann eben das Magnetfeld. Ja. Je nachdem, in welche Richtung der Erregerstrom durchrennt, steht das Magnetfeld so oder so, andersherum, je nachdem, ob es da eine oder da ausrennt. Ja. Also das ist praktisch so die Spule, haben wir gesagt. Ja. Jetzt haben wir da 3000 Umdrehungen. Ja. Diese Dinger da, die sind, da wirken Fliehkräfte natürlich. Ja. Jetzt sind die so maximal Durchmesser da. Sagen wir mal, so maximal 1,4 Meter. Ja. So was, die Größenordnung 1,4 Meter, das Schmiedeteil. Ja. Wirklich hochwertige Schmiedeteile, dass die das aushalten da, da zahlt schon ganz schön aus. Ja? Also bei 3000 Umdrehungen in 7 cm Abstand, da geht schon dazu. Ich meine, das muss ja schon drin bleiben, das Kupfer. Das kann nicht, wenn das ausfällt, möchte ich nicht dabei sein. Ja? Weil das so schnell sich dreht, ja, nennen wir das Ding auch Turboläufer. Und das ist einfach durch große Drehzahl. Ja? Da gilt es nur Turbo. Ist groß, also nicht so wie in die 80er auf die PCs, wo die Turbo-Taste PC langsamer gemacht hat. Ja. Turbo. Ja, hier sehr hohe Drehzahlen. T
kleine Durchmesser, Schmiedeteile, ja, also das ist geschmiedeter. Hochwertige Teile, ja, werden in Dampfkraftwerken zum Beispiel eingesetzt. Ja, also dort, wo die Dampfturbinen hohe Drehzahlen erzeugen, wird sowas eingesetzt. Sind an und für sich Standardware, sage ich jetzt einmal. Ja, also es ist diese Teile, dadurch, wenn ein Dampfkraftwerk gebaut wird, das schaut immer sehr ähnlich aus. Ja, da gibt es keine Anpassungen, weil die Dampfturbine, die hat also die Dampfturbine und die hat die Drehzahl und so weiter, das kennt man alles. Ja. Das kennt man alles. Vollbollläufer. Ja. Charakteristisch für Vollbollläufer, ich zeige euch ein Bild hier. Ich meine, jetzt können wir den Durchmesser nicht groß machen. Ja, jetzt können wir nicht sehr viele Nuten. Jetzt machen wir es halt einfach lang. Okay? Wir wollen ja eine gewisse magnetische Kupplung hier haben. Das macht man jetzt dieses recht langes, charakteristische, langgestreckte Bauweise, so richtige Walzen sind das, ja, die da drin stecken. Vollbollläufer. Im Unterschied dazu, ebenfalls magnetisch erregt, gibt es die sogenannten Schenkelläufer. Das ist das an und für sich, was ich hier aufgezeichnet habe. Ja, das wäre ein Schenkelbollläufer. Ja, also da ist irgendwo die Welle, da ist gelagert und so weiter. Auch hier haben wir da irgendwo die Lagerung und hier haben wir dann einen Läufer mit zwei Schenkeln. In dem Fall. Ja. Und so sitzt er da drinnen. Er hat wirklich einen schönen Nord und einen schönen, wenn man so nennen will, schönen Südpol. Ja. Und da drauf sitzt eben die Erregerwicklung. Das ist da so drauf. Dreht sich. Ja? Und auch hier draußen, der schaut eigentlich gleich aus. Da sind wir wieder die Nuten drin für die, oder die Stäbe für die Starterwicklungen, so rundherum, kann man sich wieder vorstellen. Ich werde das da ein bisschen andeuten, vielleicht, dass das da ein bisschen weitergeht. Mache ich hier oben auch. Das heißt, das ist nur da oben. Das ist nicht, wer glaubt, das ist nur da oben. So, das ist rundherum. Ja, also da haben wir praktisch dann einen Schenkelpolläufer, heißt das. Hält nicht so hohe Drehzahlen aus, gell? Weil es ist ein bisschen schwieriger. Der ist ein hochwertiger Schmiedeteil, kann man gut wuchten. Da ist das Wuchten ein bisschen schwieriger. Ja? Ist halt für nicht so hohe Drehzahlen ausgelegt. Und jetzt kann man sagen, hey Moment, nicht so hohe Drehzahlen. Ich habe nur zwei Pole, ja? Also Polbarzahl 1. Nun, Schenkelpolläufer schauen auch normalerweise nicht so aus. Das habe ich nur jetzt eingezeichnet, dass wir praktisch den Unterschied sehen. Ja. Wie schaut jetzt ein Schenkelpolläufer wirklich aus? Ja, der hat natürlich mehrere Pole. Pass auf, jetzt zeichne ich da jetzt nochmal. Da ist so die Narbe. Ja. Haben wir hier so Speichen. Üblicherweise. Ja. Und dann geht's los. Dann haben wir den Träger und da sitzen jetzt wirklich viele Pole, je nach gewünschter Drehzahl, entsprechend der Polbarzahl, sitzen hier die Pole, ich zeichne da jetzt 12 ein, ja, also Polbarzahl 6. Und die schauen halt so aus. So im Endeffekt, gell? Sitzen die da drauf. Draußen sind sie vielleicht runder ein bisschen, wie es mir jetzt gelungen ist. So sitzen die da drauf auf den. Auf
dem Laufrad. Gell? Und darin, ja, darin zeichnet es ein bisschen anders, zeichnet jetzt nur diese Dinge da draußen ein, die Polschuhe, also wirklich die Pole. So, ja. Und da heraus, da sitzt die Rege, das ist immer so, weißt du, so durchgewunden praktisch, da ist die Erregerwicklung. Die erregt jeden einzelnen Pol. Ja. Das ist nicht nur ein Layer, sondern es sind mehrere Layer natürlich. Ja. Also eine richtig fette Wicklung ist da drauf. Ja. Wo der Strom, der Erregerstrom durchrennt. Okay. Wenn wir das da rüber anschauen, naja, dann sehen wir halt, ja, also da von außen sehen wir hier die Wicklung. Eigentlich sehen wir die Wicklung nicht, weil da ist natürlich, die ist vergossen und wir sehen da einen Kühlkörper drüber, so Kühlrippen sehen wir da. Aber so schaut das aus. Ja? Back. Und da außen haben wir natürlich wieder unsere Stäbe. Unsere Stäbe von unserer Starterwicklung. So schaut das aus. Zeige ich auch ein Bild her, wo man mich sieht, wie ich helfe, so einen Rotor einzuheben in eine, das, was man da auf dem Bild sehen, das ist eine Schenkelpolmaschine, wie man sieht. Man sieht schön die Pole. Man sieht auch drüber und drunter sieht man auch, die Ventilatoren, die Kühlluft da durchpressen, dass das gut gekühlt ist. Und das Ding, was wir da sehen, hat 30 Megawatt. Ja, also 30 Megawatt Generator. Ja, so schaut das aus. Ja. Schenkelpolmaschine. Ja. Und die Anzahl der Pole ist halt davon abhängig, wie schnell dreht sich das. Gell? Ich habe schon mal gesagt, große Kaplan-Turbinen haben halt 60 Umdrehungen. Ja. Da braucht man entsprechend viele Pole. Ja. 50 Hertz bleiben wir gleich, da außen bleiben wir gleich. Gell? Muss die Polpaarzahl entsprechend groß sein. Kann man sich ausrechnen. Ja, also zum Beispiel bei 75 Umdrehungen pro Sekunde, pro Minute natürlich 75, also auch relativ langsam laufende, vermutlich eine Kaplan-Turbine. Und bei 50 Hertz kann man auf 80. Ja? 80. Wie gesagt, das da, was ich da eingezeichnet habe, sind 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gerade Zahl muss es schon sein. Ja? Und jetzt stellen wir uns das vor mit 80. Ja? Puh, die Dinge sind Durchmesser, ist ein Wahnsinn. Ja? Also das sind keine kleinen Geräte mehr. Also da haben wir 10 Meter Durchmesser, also da haben wir 1,4 Meter, da oben dann haben wir 10. Ja? Also da. Weil ich brauche Platz, dass ich diese Pole unterbringe. Ich weiß es nicht, ob es mir aufgefallen ist, aber auf dem Foto sehen wir noch etwas anderes. Da sehen wir in einer Nut hier, ja, sehen wir da, also da sind so Stäbe drin, Dämpferstäbe heißen die Dinge. Ja, die sehen wir vermutlich nicht so genau. Ja, aber wir sehen hier einen Ring, mit dem die Dämpferstäbe verbunden sind. Geht auch rundherum natürlich. Ja. Also das ist alles, was ich orange eingezeichnet habe, das ist die Erregerwicklung. Und das Rote da ist die Dämpferwicklung. Was macht jetzt die Dämpferwicklung? Ja, überlegen wir uns noch einmal das Prinzip der Synchronmaschine. Und wenn Sie das da anschauen, wir haben gesagt, der Polradwinkel wird sich entsprechend der Belastung einstellen. Ja, und jetzt stellen wir uns vor, die Belastung ist nicht gleichförmig.
Stellen wir uns vor, die Belastung kommt zum Beispiel, oder der Antrieb kommt zum Beispiel von einer Verbrennungskraftmaschine, von einem Diesel oder was weiß ich was, und der macht immer, der haut ja drauf, ne? Jetzt schwingt es da, das ist ja das nicht konstant, das Moment ist ja nicht konstant, jetzt zieht er das da, es gibt eine Schwingung, ja, und diese Schwingung sehe ich natürlich auch außen, weil einmal habe ich mehr Kraft, einmal weniger Kraft, einmal muss ich mehr zurückhalten. Diese Oberwellen, diese Schwingungen, die habe ich im erzeugten Strom. Und die fährt die Dämpferwicklung drauf. Ja, die nimmt die Dämpferwicklung auf, die baut praktisch ein Magnetfeld auf. Wie wir sehen, ja, sind das Stäbe, die da runterlaufen, die außen verbunden sind mit einem Ring. Das hatten wir schon mal bei der Asynchronmaschine. Käfigläufer haben wir das genannt. Das ist praktisch eine Asynchronmaschine, die aufgebaut ist auf der Synchronmaschine. Ja, und die dient eigentlich nur dazu, wenn es einen Schlupf gibt. Ja, auch wenn er nur kurz ist, weil eben irgendwie der Antrieb hämmert oder so irgendwas, dann wirkt die Dämpferwirkung darauf dämpfend. Ja. Ganz extrem ist, wenn zum Beispiel ungleichmäßige Belastung auf den Phasen ist. Ja, weil dann haben wir ja das äußere Drehfeld ist nicht schön, dann ist das elliptisch, das haben wir habe ich auch schon mal hergezeigt, dass das, und dann eiert das, und das muss die Dämpferwicklung praktisch. Ja, also da habe ich praktisch unterschiedliches Bremsmoment. Ja, oder ganz arg ist, wenn einphasiger Betrieb ist, ja, dann eiert das. Solche Sachen, die Dämpferwicklung ist einfach dazu da, dass das Ding ruhiger und stabiler läuft, okay? Inversen Drehfeld zum Beispiel. Ja, also das sind die Möglichkeiten des sogenannten Polrads und des Läufers. Ja, Fotos haben wir gesehen. Jetzt haben wir da immer die Erregerwicklung eingezeichnet. Da gibt es übrigens auch Dämpferwicklungen, die liegen halt da dazwischen. Das gibt es auch hier bei den Vollballläufern, ja, nicht nur da, auch bei den Vollballläufern. Ja, und jetzt haben wir praktisch den Aufbau. Okay, Aufbau des Laufrades, des Polrades. Wie bringen wir jetzt da zusammen, dass da wirklich ein Magnet drinnen ist? Also ich habe gesagt, ja, okay, da ist eine Regerwicklung, da rennt der Strom durch, macht einen Elektromagneten. Welche Möglichkeiten es da gibt für die Erregung, möchte ich im nächsten Video mal kurz erklären. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.